Außerirdische Monster. Zieh dich aus unserer Galaxis. Nimm das, intergalaktischer Schurke. Oh nein, das Monster hat die Wolkenkratzer von New York umgeworfen. Ja. Das wirst du büßen, schleimiger Alien. Genau. Das Laserstrahl. Nee, mach ich nicht. Tutu, wir pusten dich bis hinter den Jupiter. Pass auf, dass er nicht mit seinem UFO abhaut. Nanu, was war denn das? Der Bär in Blau. Er hat das Monster mit seiner Atomtür besiegt. Seid ihr am Schlafwandel? Der Bär in Blau kommt immer zur rechten Zeit. Ihr solltet doch schon längst in der Falle sein. Ja, ja, Opa. Aber dann ist dieses außerirdische Monster aufgetaucht. Hm? Den Alien mussten wir doch erst noch erledigen. Ach, wo bin ich? Hä? Wer bin ich? Was bin ich? Hein vom Jupiter. Der Hein, ein außerirdischer Alien? Der sieht doch überhaupt nicht so aus. Siehste? Ah, und du weißt wohl genau, wie so ein Alien aussieht, hä? Nun klar weiß ich das. Ich war ja schließlich mal UFO-Parkplatzwächter. UFO-Parkplatzwächter? Wie? Glaubt schon nicht, dass ihr mich rumkriegt, zu dieser nachtschlafenden Zeit davon zu erzählen. Ab ins Bett. Klar. Und du willst dich jetzt erstmal mit dem Kühlschrank unterhalten. Ob er dir von der Heringstorte was abgibt, bevor dir ein Alien alles wegfuttert? Ja. Ihr glaubt mir wohl nicht, ihr frechen Rangen. Doch, doch, Opa. Das weiß doch jeder, dass du mal UFO-Jäger warst. UFO-Parkplatzwächter. So, spät ist es ja nun, nicht? Aber ich kann es auch nicht verantworten, dass ihr so ahnungslos schlafen geht. Ganz genau. Also, ja. Früher waren UFOs nämlich mal ein ziemliches Problem. Die landeten einfach überall, wo es denen gerade mal so passte. Das lag daran, dass auf unserem Nachbarplaneten überall Parkuhren standen und es ganz schön teuer war, sein UFO irgendwo abzustellen. Nur bei uns auf der Erde gab es damals noch keine UFO-Parkuhren. Da kamen die Aliens natürlich gerne mal schnell vorbei, nicht? Das wurde mit der Zeit richtig lästig. Überall standen UFOs rum. So konnte das nicht weitergehen. Und dann hast du die Sache in die Hand genommen. Stimmt. Genau. Der erste Bär in Blau. Der beste UFO-Aufspürer des Universums. Mir entging keines von den Dingern, egal wo die runtergingen. Zack, habe ich denen einen saftigen Strafzettel verpasst. Das wurde natürlich mit der Zeit verdammt teuer für die Aliens. Deswegen haben die angefangen, ihre Raumschiffe zu tarnen. Die waren ganz schön schwer zu erkennen. Aber wenn ich nur mit dem Strafzettel gewunken habe, sind die schon abgehauen. Tja, die hatten alle Angst vor dem Bären in Blau. Und wieso hast du den tollen Job aufgegeben? Tja, heutzutage ist es eben nicht mehr nötig, falsch parkende Aliens zu jagen. Die parken wieder alle brav auf dem Mars, auch wenn's teuer ist. Tja. Hä? Was ist denn das? Ein UFO-Strafzettel. Ist ja mal komisch. Wir sind entdeckt. Was? Warte. Hilfe! Was denn? Unser Kühlschrank war ein getarntes UFO. Das gibt's doch gar nicht. Opa kriegt sie alle. Oh nein! Meine Helgoländer-Heringstorte. Oh.